Hallo liebe Freunde der Galerie Bovistra. Heute stellen wir euch einen Künstler vor, bei dem das Zitat, es gibt nichts Interessanteres, als an der Entwicklung eines jungen Künstlers teilzuhaben, bestens zutrifft. Es geht um André Wendlandt. Er wurde 1995 in Leonberg geboren und ist bereits mit seiner dritten Ausstellung hier bei uns zu sehen. Bereits als Teenager stellte er sein Talent für den Umgang mit Pinsel und Farbe unter Beweis. Mit 21 Jahren waren seine ausdrucksstarken Porträts von Prominenten und Unbekannten erstmals bei uns in der Galerie zu sehen. Das Geheimnis des Gesichts hat Künstler aller Epochen und Stilrichtungen seit jeher fasziniert, da der Kopf als Sitz des Bewusstseins, der Seele und damit als Symbol für den Menschen schlechthin gilt. Wendlandts Bilder waren anfangs noch sehr realistisch und wurden im Lauf der Zeit immer farbiger und abstrakter. Obwohl er mit seinen Arbeiten bereits sehr erfolgreich war und etliche Sammler und Käufer für seine Werke gewinnen konnte, merkte er früh, dass er sich an einem Punkt befand, wo ein Umbruch stattfinden musste. Im Oktober 2017 wurde er an der Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe aufgenommen und ab diesem Zeitpunkt war für ihn klar, dass er sich in der Phase einer Neuorientierung befand. Gesichter waren für ihn immer noch faszinierend, doch er entwickelte eine andere Bildsprache. In seiner zweiten Ausstellung zeigten wir ihn mit seinen Übermalungen. Übermalungen und Auslöschungen sind seit Mitte des 20. Jahrhunderts fester Bestandteil der Kunst. Vor allem aber treten sie immer wieder im Zusammenhang mit dem menschlichen Abbild und Porträt auf. Bekannt sind unter anderem die Arbeiten des weltberühmten Künstlers Gerhard Richter, der damit experimentierte, seine handelsüblichen Fotoabzüge zu übermalen und diese Arbeiten dann zu einer eigenständigen Werksgruppe auszubauen. André Wendlandt erschaffte in dieser Phase neue Werke, indem er ausgediente illustrierte Zeitschriften übermalte. Von den ursprünglichen Motiven, welche oft von Models aus der Werbung oder allgemein aus einem vorgefertigten Schönheitsideal stammen, bleibt meistens nur ein Fragment wie Augen, Zähne oder auch mal eine Textphrase aus der Werbung stehen. Wendlandt erschafft zum ersten Mal seine eigenen Figuren, die durchaus karikaturistische Züge annehmen. Seine Oma, sagt er, sie ist entsetzt und sagt, Junge, du kannst doch viel schöner malen. Doch es ist spannend, wie seine Entwicklung weitergeht. Wendlandt ist nun 25 Jahre alt und präsentiert aktuell in seiner Einzelausstellung eine ganz andere Stilrichtung. Alle seine Arbeiten sind nun in Öl gemalt. Ein ganz neues Malerlebnis, wie er selber sagt. Auch André Wendlandt selbst hat sich in diesen 4 Jahren vom Erscheinungsbild verändert. Zu sehen sind nun großformatige Leinwände mit unterschiedlichen Comichelden, von Asterix, den Simpsons, Family Guy bis hin zu Mickey Mouse. Alle sind sie dabei. Doch beim genaueren Betrachten erkennt man, dass es Wendlandt nicht unbedingt um die Darstellung dieser Comic-Szenen geht. Und das ist neu bei Wendlandt und in der Ausstellung auch schnell zu erkennen. Er widmet sich erstmals der Raumdarstellung, was in seinen bisherigen Arbeiten nie im Vordergrund stand. Die Schaffung von körperhaft plastischer und räumlicher Illusion beim Betrachten von Bildern war das Ziel vieler Künstler in den verschiedensten Kunstepochen. Sie beruht auf den realen Raumerfahrungen des Betrachters und den Eindruck von Dreidimensionalität auf der zweidimensionalen Fläche zu erreichen. Wendlandt bedient sich dabei dieser bekannten Comic-Szenen. Der Bildraum wird aufgegliedert in Vorder-, Mittel- und Hintergrund. Das ist es, was Andres neue Ausstellung so spannend macht.
Die Werke an sich sind ein humorvoller Genuss in Öl von bekannten Motiven, bei denen es sich lohnt, sie im Original zu sehen. Doch Wendland geht einen Schritt weiter und reizt in dem großformatigen Bild bei Hampels auf dem Teppich die Raumdarstellung und die Eigenkomposition für sich aus. Doch wer glaubt, Wendland hätte nun seine Stilrichtung gefunden, irrt. Er sagt selbst, man könnte ja nicht glauben, dass all die Bilder, die ich bereits erschaffen habe, vom gleichen Künstler sind. Wendland möchte sich auch noch nicht festlegen. Auch wenn er bereits mit seinen damaligen Porträts kommerzielle Erfolge hatte, möchte er sich weiterentwickeln. Und genau deshalb ist es so spannend und interessant, an der Entwicklung des jungen Künstlers André Wendland teilzuhaben. Wir sind uns sicher, er wird seinen Stil finden. Kunst macht einfach Spaß. Schaut doch auch mal auf unserer Webseite vorbei. Unter bovistra.de findet ihr weitere Arbeiten des 25-jährigen Malers. Und ganz wichtig, haltet eure Fantasie lebendig.